Nach wochenlangen Streitigkeiten hat Ministerpräsident Rainer Haseloff nun höchstpersönlich die Notbremse gezogen. Damit es bei einer Abstimmung im Landtag nicht zum offenen Bruch kommen würde, zog Haseloff den Gesetzentwurf zum entsprechenden Staatsvertrag zurück. Damit ist sozusagen erst eine Entscheidung gefällt worden, dass es zu keinem Ratifizierungsverfahren im Landtag kommen kann, weil dieses Verfahren aussichtslos ist. Bis zum späten Abend hatten die Koalitionsspitzen in Magdeburg zusammengesessen, um nach einer gemeinsamen Lösung zu suchen. Doch zu unterschiedlich die Positionen. Während SPD und Grüne für eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags sind, will die CDU den bisherigen Beitrag beibehalten. Erwartet stattdessen Sparbemühungen der Sendeanstalten. Es geht hier nicht um die 86 Cent, es geht um 1,5 Milliarden. Die zusätzlich ins System kommen sollen. Vor dem Hintergrund der größten Krise und vor dem Hintergrund, dass man deutlich mehr Einnahmen im System hat, seitdem es die Umstellung von GEZ auf die Rundfunkgebühr gibt. Die Erhöhung des monatlichen Rundfunkbeitrags zum 1. Januar um 86 Cent auf 18,36 Euro sollte eine drohende Finanzlücke schließen. 1,5 Milliarden Euro fehlen den Öffentlich-Rechtlichen zwischen 2021 und 2024. Wie die CDU ist auch die AfD in Sachsen-Anhalt gegen eine Erhöhung. Eine mögliche Abhängigkeit von deren Stimmen bei einer Abstimmung hatte Ministerpräsident Haseloff aber stets ausgeschlossen. Zuletzt sogar Innenminister Stahlknecht gefeuert, weil der eine Minderheitsregierung der CDU ins Gespräch brachte. Nach dem Zurückziehen des Gesetzentwurfs heute scheint die schwarz-rot-grüne Koalition nun aber ihren Frieden gefunden zu haben. Wir erkennen an, dass der Ministerpräsident seine Entscheidung mit dem Ziel getroffen hat, eine gemeinsame Abstimmung von CDU und AfD zu verhindern und so die Koalition zu erhalten, so SPD-Fraktionschefin Katja Pähle. Leidtragende des politischen Streits, die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten. Weil einer Erhöhung alle Bundesländer zustimmen müssen und mit Sachsen-Anhalt nun ein Landesparlament fehlt, fließt nun ab dem 1. Januar nicht mehr Geld, wie zuvor erhofft. ARD, ZDF und Deutschlandradio wehren sich und wollen vor das Bundesverfassungsgericht ziehen.